So, da sind wir schon mit der nächsten Aufgabe, nämlich Eliminierung mit Schrotflinten. Ist eigentlich ziemlich einfach, aber ich will es trotzdem noch den Leuten zeigen, die es eventuell nicht wissen, wie das Ganze funktioniert oder wie sie da am besten vorgehen sollen. Kurzfassung ist einfach, drei Kills müsst ihr machen mit jeweils einmal mit der Schrotflinte. Nicht in einer Runde, sondern einfach egal wann ihr wollt. Aber das Ganze zählt eigentlich in allen Modis. Aber kurz, wenn du komplett neu bist, dann hast du trotzdem schon mal Glück, dass du mich siehst. Nämlich kurz zu mir. Ich mache immer alle Missionen für euch, lade wirklich jede Mission hoch, damit wirklich jeder alle Missionen machen kann. Ist zwar eine Menge Arbeit, donnerstags immer, aber das nehme ich gerne in Kauf. So, was gibt es auf meinem Kanal sonst noch zu sehen? Ganz einfach, Custom Games mit Preisgeld. Erstmal das. Und Skinverlosungen. Skinverlosungen immer bei 800 V-Bucks. Die V-Bucks sammle ich mir immer zurecht bei Rette die Welt. Also, wenn dich Rette die Welt auch interessiert, auch da gerne mal im Stream vorbeischauen. Wir werden auch da gucken, dass wir dir eventuell weiterhelfen können, weil wir haben schon so eine Mischung aus beidem bei mir auf dem Kanal. Hauptsächlich zwar Battle Royale, aber Rette die Welt ist auch so ein kleiner Punkt. So, was musst du für das Ganze machen? Wenn du bei Custom Games mitmachen willst oder einen Skin gewinnen willst, einfach abonnieren, Glocke aktivieren. Warum die Glocke aktivieren? Ganz einfach, weil die 800 V-Bucks werde ich natürlich immer morgen sehen, ob ich die erreiche oder nicht. Und dann werde ich in meinem Shop-Video, was wirklich das wichtigste Video am Tag ist auf meinem Kanal, da werde ich dann immer halt logischerweise den Shop zeigen, wie es in den Custom Games aussieht und natürlich auch bekannt geben, ob wir einen Skin verlosen oder auch nicht. Wenn wir die V-Bucks zusammen haben, entscheiden wir aber trotzdem immer noch zusammen über die Community. Dann mache ich extra eine Umfrage, wo wir dann starten. Sollen wir heute einen verlosen oder warten auf einen anderen? So, also Kurzfassung ist: Abonnieren, Glocke aktivieren, aber das Wichtigste ist wegen der Skin-Verlosung. Ganz einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. YT-Family-Hack. Einfach eine Freundschaftsanfrage schicken, das bin halt ich, die ist hier oben auch und hier in der Mitte auch. Ist halt genauso wie mein Creator-Code. Einfach eine Freundschaftsanfrage schicken, aus dem ganz einfachen Grund: Wenn wir eine Skin-Verlosung machen, dann müssen wir logischerweise befreundet sein. Das Problem ist aber in der ganzen Geschichte, wir müssen mindestens 48 Stunden befreundet sein. Warum das Ganze? Einfach aus Sicherheitsgründen von Epic selber. Die sagen halt einfach: Nein, ihr müsst zwei Tage miteinander befreundet sein, weil sonst könnt ihr einen auch gehackt haben und schickt sich die Skins einfach selber rüber. Ist einfach nur eine Sicherheit für uns halt. Also, wie gesagt, Freundschaftsanfrage schicken, weil wie du siehst, hier kann ich verschicken, da kann ich verschicken, hier zum Beispiel kann ich nichts machen, die Auge kam eben erst frisch rein. Also, jetzt nochmal alles zusammengefasst: Abo abgeben, wäre nett, Glocke aktivieren, Freundschaftsanfrage schicken, dann nehme ich die natürlich an, keine Angst. Und wenn du noch richtiger Supporter sein willst, gerne meinen Creator-Code eingeben: YT-FamilyHack, weil so lässt sich natürlich das Ganze auch refinanzieren. Weil irgendwie müssen die Preisgelder ja bezahlt werden. So, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt mal rein in die Aufgabe. Einfachste Lösung ist da Gruppenkeile, so könnt ihr das simpel in einer Runde fertig machen. Ich denke mal auch, das wird jeder hinkriegen. Aber auch hier gibt es kleine Tricks, wie wir das Ganze eventuell ein bisschen beschleunigen können. Nämlich indem man eventuell entweder direkt zum Gegner rüberfliegt, also quasi direkt auf die andere Seite rüberfliegen. Einige werden immer wieder verpassen, den Bus rauszuspringen und die werden dann halt bei einem landen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite ist, wir warten, bis wir sehen, wo die Zone ist. Weil wenn wir wissen, wo die Zone ist, wissen wir auch, jeder, der stirbt, wird da definitiv in der Nähe landen. Also das sind halt so die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Zum Beispiel von hier könnten wir direkt rüberfliegen zu Pleasant Park. Ich glaube, das machen wir auch in der Runde. Einfach aus dem Grund, weil da hundertprozentig welche landen werden. Ich gebe euch einfach Brief und Siegel drauf. Die werden nicht alle hier vorne landen. Ein oder andere fliegt da hinten hin. Aber das Ganze werde ich euch gleich jetzt auch direkt zeigen. So, wie gesagt, da ist das Gegnerteam. Sieht man eigentlich den Bus noch? Nein, inzwischen nicht mehr. Früher hat man den immer gesehen von weitem. So, dann gehen wir direkt runter.
Und wie gesagt, holt euch halt eine Schrotflinte. Ist egal, welche ihr holt, aber die Kills müssen halt mit einer Schrotflinte sein. Also da müsst ihr halt wirklich drauf achten, nicht, dass ihr da nur mit dem Sturmgewehr SCAR oder so schießt. Es muss halt eine Schrotflinte sein. Logischerweise sollte man da eigentlich ziemlich nah am Gegner sein, aber ich denke mal, das wissen auch die meisten. So, Gegnerbus ist natürlich auch schon da. Und, habe ich recht gehabt oder nicht? Ah, ja, die Zone ist auch nicht bei uns. Ansonsten gucken wir halt einfach, dass wir definitiv eine Pump bekommen. Ja, der Loot ist eigentlich schon mal in Ordnung. Also, weil ich Sorge, im ganzen Haus nicht eine Pump. Immer Metz mitholen, damit wir dann schneller zur Zone rübergehen können. Oder uns eventuell auch selber umbringen können. Ja, toll, eine Graue. Das war es an der Stelle komplett. Aber eine Graue ist ja wie gar keine. Ist hier nicht eine vernünftige Pump? Eieiei. So, ja. Gut, dass ich keine Death Runs mache. Aber da haben wir doch schon meinen Schatz. So müssen wir das nicht mehr finden. So, gerade noch, gerade trotzdem noch mal schnell durchgucken, ob hier nicht eventuell doch einer gelandet ist. Ansonsten gucken wir einfach, wo die Zone ist. Ja, dann sind die in Lazy Lake alle. Gerade gucken, ja, das war wichtig. Nochmal schön Munition. Holen wir nochmal in der Mitte schnell die Kiste ab. Und da haben wir noch einen. So, die Frage, hört er uns? Hört er uns? Hoffentlich nicht. So, da haben wir schon mal den ersten Kill. Gerade mal schnell das Medikit reinziehen. Ja, ich muss aufpassen mit dem Schaden. Sonst habe ich nämlich die Aufgabe auch schon gemacht. So. Gucken, ob wir eventuell noch einen finden. Irgendeiner ist nämlich hier gelandet. Ah, 29 Schuss müssten eigentlich safe reichen. Ah, da fährt einer mit dem Boot, aber das bringt uns auch nichts. Ihr seht schon, da hinten hat sich auch schon einer hochgebaut. Die Zone kommt nämlich jetzt. Also wie gesagt, da von den Kills müssen wir halt 3 Stück machen. Einfach mit der Pump. Ist egal, ob es die taktische ist, die Spaß, also die lilane. Da hinten haben wir ein Lama. Das will ich aber jetzt noch mitholen. Ich bin eben schon in einer Mission an einem vorbeigerannt, nur wegen der Mission. Hat er mir jetzt das Lama geklaut? Ne, er will auch das Lama. War einer zu viel. Aber ich denke mal, ihr wisst ja genau, worauf es ankommt. Wie gesagt, wir müssen halt einfach Kills machen. 3 Stück an der Zahl. Ich denke mal, das werden wir jetzt auch noch hinkriegen. Das Problem ist halt mit der Pump, das ist klar. Das ist ein bisschen schwieriger in dem Sinne, weil wir halt nah an die Gegner ran müssen. Ja, hier habe ich schon mal keinen Gegner jetzt gesehen. So, schauen wir mal. Bauen wir uns mal hier hoch. Gucken, ob einer noch in der Stadt rumturnt. Noch keiner hier? Wundert mich aber. Ja, die Kisten sind natürlich alle schon offen. Hat keiner auf Ehre uns mal eine übrig gelassen. Die ganzen Egoisten hier. Na komm, irgendein Gegner wird da wohl noch hier rumdackeln. Holen wir uns die Kiste auf. Ja, leck. Ja, wir haben Donnerstag, ich weiß es jetzt. Ja, kein Mensch rennt hier rum. Wo die Zone eigentlich hier ist. Das wundert mich eigentlich. Vor allem, ihr seht ja, Tagesaufgaben haben wir auch noch. Aber das ist jetzt erstmal nicht unser Problem. Aber hier sieht es aus, als würden wir keinen Gegner mehr finden.
Sieht halt echt schlecht gerade aus. Würde ich sagen, ja, bevor wir jetzt hier ewig rumsuchen, würde ich sagen, das war's dann auch. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, einfach 3 Kills machen, muss nicht in einer Runde sein, kann auch in mehreren Runden sein. Und so habt ihr dann die Aufgabe geschafft. Aber ich denke mal, das kriegen die meisten hin, auch ohne meine Hilfe. Wenn nicht, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.